Hey Mann, wir müssen reden. Und zwar habe ich gerade einen Facebook-Livestream gemacht und der war echt Bombe, ja. Also da habe ich echt, das ist so geil, weil man kann einfach direkt mit dir reden, also mit euch. So wenn ich etwas sage, dann kommt das Feedback und dann kann zum Beispiel jemand eine Frage stellen. Ich kann direkt auf die Frage eingehen. Und wenn du sagst, du hast Bock mal bei so einem Facebook-Livestream dabei zu sein, dann klick einfach mal auf den Link in der Infobox zur Facebook-Seite. Ich bin jetzt öfter mal da online und beantworte dann auch direkt die Fragen, weil ich es einfach echt geil finde. Das macht echt Spaß und es kommt halt echt viel Wissen dabei rum. Ich war jetzt gerade live, ich habe es aufgezeichnet. Nicht wundern, ich habe natürlich dann in die Facebook-Live-Kamera geguckt, aber ich wollte die hier unbedingt mitlaufen lassen, damit eben dieses Wissen auch konserviert ist und auch auf YouTube nochmal mitkommt. Ich werde natürlich jetzt in Zukunft nicht alle Facebook-Live-Livestreams hier auf YouTube veröffentlichen, aber einfach einmal, damit du siehst, was das ist und wie das funktioniert. Es geht um das Thema Geschäftsidee finden und wenn du sagst, damn, yeah, let's do it, dann viel Spaß und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream auf Facebook. Bis dahin, rausausderbox.de. Viel Spaß, ciao. Wie du deine Geschäftsidee findest, ja, und wie du mit der Geschäftsidee tatsächlich dein Geld machst. Ich habe mir mal hier so ein paar Notizen gemacht, nur für jeden, der sich auch noch fragt, was ist da eigentlich im Hintergrund und so weiter. Ich bin mal hier in so eine Hotelanlage eingeschlichen und hier mal noch ein paar Notizen. Diese Hotelanlage auf Gran Canaria, offensichtlich sonnig, schöner Strand hinter mir. Und hier habe ich heute ein bisschen gearbeitet, ja. Okay. Facebook, es wird Zeit, eine Geschäftsidee zu finden, ja. Genau genommen ist es so, dass wenn man eine Geschäftsidee finden will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits, man überlegt sich etwas komplett Neues oder man lehnt es an etwas, was es schon gibt. Beides ist legitim, ja. Und der Punkt ist, die meisten Leute überlegen sich, ah, ich muss irgendwas machen, was es noch gar nicht gibt. Fakt ist aber, dass es wesentlich schneller funktioniert, Geld zu machen, wenn man etwas macht, was es schon gibt. Ein sehr einfaches Beispiel dafür ist Apple. Apple ist ja jetzt meinetwegen eine der geilsten Unternehmungen der Welt und die haben meinetwegen auch wirklich, wirklich geile Sachen. Ich bin selber ein Apple-Fan. Aber man muss auch sagen, Apple hat von den Sachen, die sie so machen, so ziemlich, also von diesen Endgeräten, die sie haben, so ziemlich nichts erfunden. Ja? Also wenn man sich zum Beispiel mal das iPad anguckt, ja, ich bin ein Freund vom iPad. Hi Tom, Simon, freut mich, dass du da bist übrigens. Hier das iPad, also ich bin ein Freund von Apple, ja, versteht mich richtig. Aber das Problem an der Sache ist einfach, Apple, man glaubt, Apple hat das erfunden, Apple hat es gar nicht erfunden. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass Apple etwas genommen hat, was es in einer nicht so guten Version schon gibt und dann haben die das einfach besser gemacht. Und das ist eben das Konzept. Und deswegen, deine Aufgabe, es gibt Leute, die sagen, deine Aufgabe ist es, besser zu sein. Es gibt Leute, die sagen, deine Aufgabe ist es nicht besser, sondern anders zu sein. Am Ende des Tages geht beides, ja. Es ist echt egal. Wichtig ist einfach, dass du spitz positioniert bist. Und wenn du besser bist als jemand oder wenn du einfach nur anders bist als jemand, das ist beides eine Positionierung und beides funktioniert, okay? Deswegen, lass uns mal drüber reden, was wäre, wenn du nicht etwas komplett Neues erfindest, ja, wie, was weiß ich, fliegende Autos oder sowas, sondern wenn du etwas erfindest, was es quasi schon gibt, aber mit deinem Touch. Ja? Freut mich, Gianluca Astorino, dass du da bist. Es geht darum, die Geschäftsidee zu finden. Ja? Deswegen ist für dich erst einmal jetzt die Frage wichtig, was kannst du schon gut? Ja? Also kannst du eventuell schon unheimlich gut Sport? Ja? Kannst du vielleicht eventuell schon unheimlich gut, sagen wir mal, Technik? Ja? Ich habe zum Beispiel mit Oliver Wermeling, wer den kennt, cooler Typ, ich kann ihn echt nur empfehlen. Der hat zum Beispiel viele Nischenbusinesse. Unter anderem hat er ein Nischenbusiness, wobei, lass uns nicht über ihn reden, weil ich nicht weiß, wie sehr er das will. Besser ist, ich gebe euch ein Beispiel, was einfach fiktiv ist. Ja? Ein fiktives Beispiel, stellt euch vor, jemand weiß einfach, wie man extrem gut ein schönes Möbelstück zusammenbaut. Ja, sagen wir mal einen tollen TV-Schrank oder sowas. Dann würdest du als Experte, theoretisch auch, als Marketer theoretisch auch auf diesen Experten zugehen können und sagen können, hey, lass uns das vermarkten einfach, indem wir zum Beispiel bei SEO das platzieren oder indem wir PPC machen. Und dadurch hast du eben die Möglichkeit, dass du gar nicht selber der Experte sein musst, okay? Das möchte ich auf der einen Seite mal beleuchten, denn einerseits kannst du selber der Experte sein, wenn du sagst so, damn, yeah, ich will das unbedingt, ich kann gut Fitness, ich kann gut, vielleicht bist du ja ein super guter Ingenieur oder sowas, vielleicht kennst du was bestimmt ist gut und du möchtest dein Wissen in einem Infobusiness vermarkten. Vielleicht willst du das aber auch gar nicht machen. Vielleicht willst du gar nicht dein eigenes Wissen vermarkten, sondern vielleicht willst du einfach nur Geld machen. Und wenn du einfach nur Geld machen willst, dann solltest du das Wissen von anderen Leuten vermarkten. Weil sonst bist du für die nächsten 5 Jahre der Experte für Y. Ja? Und das willst du vielleicht gar nicht sein. Deswegen, wichtig, wenn es um die Geschäftsidee finden geht, denk nicht nur an dich selber. Ja? Denk vor allem erstmal dran, was willst du eigentlich in einem Business machen? Ja? Also, möchtest du das Marketing übernehmen? Möchtest du vor der Kamera sein? Möchtest du, ich weiß nicht, was sonst noch dir vielleicht einfällt, was du machen möchtest. Ja? Aber die Frage ist, du musst nicht unbedingt der sein, Dominik Schaaf, freut mich, dass du da bist. Du musst nicht unbedingt der sein, der direkt das
der Experte ist, sondern du kannst auch einen Experten vermarkten, ganz wichtig. Und dann frag dich mal, was kannst du schon gut? Weil nicht nur, dass du der Experte in etwas sein kannst und dann darin entsprechend gut bist, sondern es kann auch schlichtweg sein, dass du zum Beispiel gut darin bist, mit Zahlen umzugehen. Meso Tokur, freut mich, dass du da bist. Wenn du zum Beispiel schon gut darin bist, mit Zahlen umzugehen, dann wäre für dich vielleicht sinnvoller, zum Beispiel PPC zu machen. Ja, wenn du aber selber jemand bist, der lieber mit Texten arbeitet, dann ist das für dich vielleicht besser, wenn du SEO machst und vielleicht auch die Copy schreibst zum Beispiel. Und stell dir einfach mal vor, generell, ja, du bist jemand, der einfach weder mit Zahlen noch mit Texten wirklich gern arbeitet, aber unheimlich gern vor der Kamera ist. Dann bist du vielleicht der Mann, der der Experte sein sollte. Deswegen frag dich, was kannst du selber gut? Damit kannst du es schaffen, deine Geschäftsidee zu finden. Und da ist es auch, wo dein Flow liegt. Ja? Am Ende des Tages musst du für dich selber einfach verstehen, wo bist du, was ist diese eine Sache, die du machen kannst, wo du einfach von jetzt auf sofort anfängst, die nächsten 3 Stunden verfliegen und du merkst, wow, krass, ich habe gerade 3 Stunden lang gearbeitet. Wie krass ist das denn bitte? Wenn du das findest, ja, dann das kann sein, dass du der Experte bist. Das kann aber auch genauso gut sein, dass du gar nicht der Experte bist, sondern dass du vielleicht der Marketer bist oder dass du vielleicht der bist, der Affiliate-Kooperationen ranholt. Ja? Also vielleicht bist du einfach jemand, der unheimlich gut Leute kennenlernen kann und deswegen gehst du vielleicht dann einfach von einem, der eine Liste hat, zu einem anderen, der ein Produkt hat und sagst zu dem einen und dem anderen, hey, ich habe eine Liste, zu dem sagst du, ich habe ein Produkt, lass uns mal zusammenarbeiten, machst einen Exklusivitätsvertrag, dass die beiden nur miteinander arbeiten dürfen, wenn du dazwischen geschaltet bist, die unterschreiben das unabhängig voneinander und dann kannst du entsprechend immer mitschneiden, wenn die miteinander Affiliate-Kooperationen machen. Also es gibt unzählige Wege, wie man Geld machen kann. Deswegen, ganz wichtig, überleg dir, was ist es, was für dich funktioniert, wo du Spaß hast und dann schreib dir vielleicht sogar wirklich 10 von diesen Sachen auf, ja? 10 Dinge, die, wo du sagst, die wirklich für dich geil sind, wo du einfach dich hinsetzen willst, zum Beispiel hier auf Gran Canaria, einfach in die Sonne setzen, einfach sagen so, ja, das mache ich jetzt mal eben 3, 4, 5 Stunden lang und dabei fühle ich mich dann auch noch gut. Weil wenn du das machst, ja, dann werden zwangsläufig die Sachen, die du machst, auch viel besser werden, als wenn du einfach versuchst, irgendwas das zu machen, so was halt getan werden muss, damit du deinen Erfolg hast. Ja? Es gibt unzählige Wege, Erfolg zu haben. Nimm den Weg, der für dich der richtige ist. Carmen Fries, freut mich, dass du mit an Bord bist, gerade im Livestream. Nun, jetzt schau mal, wenn du nicht besser denken kannst, ja, als das, was du vielleicht schon hast, wenn du also sagst, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich habe mir schon alles überlegt, aber mir fällt nichts ein, dann denk nicht was Besseres, sondern überleg dir mal, was Verrückteres zu denken. Ja, so viele Ideen sind auch einfach entstanden daraus, dass Leute verstanden haben, dass es nicht wichtig ist, unbedingt realistisch zu sein, sondern dass es wichtig ist, dass man einfach etwas Kreatives aus sich selber herauszieht. Und wenn das vielleicht komplett verrückt ist, dann ist es vielleicht sogar genau deswegen so gut, weil das komplett Verrückte eventuell genau das ist, was für dich am Ende des Tages funktioniert. Ja, wo du sagst, boah, krass, wenn man das so macht, da hat noch niemals jemand drüber nachgedacht. Und das ist genau das, wofür mein Herz schlägt. Und wenn dein Herz dafür schlägt, dann wirst du das eventuell auch einfach wirklich so umsetzen können, obwohl es verrückt ist, obwohl es vielleicht noch niemals jemand so gemacht hat. Ja? Ein gutes Beispiel ist Carmen. Carmen, schön, dass du mit dabei bist. Lass uns für 4 Sekunden über deine Community reden. Ich hätte zum Beispiel, wenn man mich gefragt hätte, ob ich es für möglich halte, eine Community aufzubauen mit Feelgood-Management, hätte ich gesagt, ich weiß es nicht. Ja? Ich halte es für schon fast ein bisschen verrückt. Dann hast du, hallo Paul Schumacher, freut mich, dass du mit am Start bist auch. Dann hast du, Carmen, einfach eine Community aufgebaut mit Hunderten, mit inzwischen schon 1000 Leuten, die das kennen, die das lieben, die auch bei dir Geld ausgeben für deine Sache. Und das ist etwas, das ist so cool, weil du einfach von dem, was du ursprünglich gemacht hast, nämlich du warst ja in einem 9-to-5-Job, hast du gesagt, aber ich möchte aber das Feelgood machen, ja, das, da brenne ich dafür. Dann hast du das gemacht und die Idee war von deinem Umfeld vielleicht sogar alles als verrückt aufgenommen, aber du bist dran und du bleibst dran und du setzt es um. Dadurch, dass du genau das machst, Carmen, und das gilt auch für alle anderen, die etwas Verrücktes machen, genau dadurch bist du eben die, die am Ende des Tages lachen wird und die sagen wird, hey, ich habe euch doch gesagt, ich mache das. Und dann hast du es gemacht. Ja, also es wird immer Rückschläge geben. Es wird immer schief gehen. Gerade verrückte Sachen. Ja, es werden immer wieder Probleme auftauchen. Aber was ist das Leben am Ende anderes als eine Kombination aus Problemen? Und dann ist für dich eigentlich nur die Frage, welche Probleme sind dir lieber? Die Probleme, dass jemand über dich bestimmt? Oder die Probleme, dass du vielleicht mal 10.000 machst, mal 5.000? Oder die Probleme, dass du vielleicht gar nicht weißt, wohin mit dem Geld, wenn es mal besonders gut läuft? Aber der Punkt ist einfach, am Ende des Tages, wir suchen uns unsere Probleme selber aus. Und wenn du deine persönliche
Problemsituation, die du gerade hast, nicht geil findest, ändere sie. Hol dir einfach andere Probleme. Weil mit den guten Seiten von allem kann jeder immer leben. Ist klar. Die Frage ist nur, können wir mit den Problemen leben, die damit kommen? Gianluca Astorino, deine Denkweise ist meiner manchmal ähnlich. Tolle Tipps und sehr unternehmerisch denken gefällt mir. Freut mich. Dankeschön für den Kommentar. Und das zeigt mir offiziell, dass du ein richtig cooler Typ bist, weil du offensichtlich eine ähnliche Denkweise hast wie ich. War das jetzt abgehoben? So, Leute, ich mache ja nur Spaß, ja. Bitte jetzt keine Hassbriefe schicken. Christine, freut mich, dass du auch mit dabei bist. Nun, schau mal, wenn auch all das immer noch nicht reicht, um eine Geschäftsidee zu finden, oder sogar wenn du schon eine Geschäftsidee hast, dann ist der nächste Schritt, dass du mal über See schaust. Schau mal nach Amerika, was es alles gibt, was gut ist, was läuft, was funktioniert, Dinge, die du vielleicht selber gern machst, jemand, der vielleicht ein Business hat, so wie das, was du hast oder haben willst, und dann lass dich davon inspirieren. Ich bin kein Freund davon zu sagen, kopier etwas, ja, das ist scheiße. Aber was gut funktioniert, ist, sich inspirieren zu lassen. Weil, schau mal, wenn die Leute eine bestimmte Sache machen und wenn du etwas Bestimmtes immer wieder entdeckst, beispielsweise, was du ganz oft siehst, ist ein YouTube-Kanal und ein Fitnessprodukt dazu. Es ist kein Zufall, dass es das immer wieder gibt, ja, dass viele YouTuber, Fitness-YouTuber danach einen Videokurs haben, wie man zum Beispiel seine Traumfigur bekommt. Der Punkt ist, das funktioniert halt, ja. Und wenn du also jetzt selber mit Fitness dein Geld machen möchtest, dann ist es doch irgendwo auch nur okay, oder vielleicht nicht nur okay, Bullshit, es ist, ich habe gerade Gianlucas Kommentar gelesen, nein, es ist okay und nicht abgehoben, wird mir selbst manchmal nachgesagt, freut mich. Nein, dann ist es nicht nur okay, dass du dich inspirieren lässt, sondern Markus Hetzenegger, freut mich, dass du da bist, sondern es ist wichtig, dass du dich inspirieren lässt von den Leuten, die das, was du machen willst oder was du machst, schon vielleicht auch länger, schon erfolgreicher machen. Und dann schau einfach mal, vor allem Übersee. Außerdem, wenn du auf manuel.sx/17Geschäftsideen mit AE gehst. Da kann auch vielleicht Christine, vielleicht kannst du das einmal kurz reinposten in den Chat, in die Kommentare. manuel.sx/17Geschäftsideen, also /17Geschäftsideen. Da ist es einfach so, da haben wir für dich einfach mal 17 Geschäftsideen zusammengebastelt, wo du persönlich dich inspirieren lassen kannst von Freunden und Bekannten von mir, die bereits sehr erfolgreich ein Online-Business haben und damit auch nicht nur so viel Geld machen, dass sie überleben können, sondern teilweise sogar noch wesentlich mehr Geld machen, so dass sie anfangen, das ganze Geld auch schon zu spenden. So, wir haben ein bisschen Zeit für Fragen noch. Ich bin tatsächlich hier auf Gran Canaria die meiste Zeit am Arbeiten. Die Leute glauben eigentlich so, boah, wenn man so viel unterwegs ist. Paul Schumacher, dankeschön für den Kommentar. Die meisten Leute glauben eigentlich, wenn ich unterwegs bin, dass ich die meiste Zeit nur shoppen bin und nur irgendwie Frauen anquatsche. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, das geschieht auch ein bisschen. Aber tatsächlich ist es nicht nur das, sondern ich bin auch sehr viel am Arbeiten. Warum? Weil Arbeiten einfach ein wichtiges Thema ist. So, lasst mich euch nochmal kurz zeigen hier, wo ich überhaupt bin, weil es ist einfach echt schön. Ich genieße das tatsächlich sehr, hier zu sein. Und für mich ist einer der Gründe, warum ich für mich persönlich entschieden habe, dass ich gern in dem Online-Business arbeiten möchte. Einer der Gründe dafür ist einfach, dass ich gesagt habe, ich kann das von hier aus machen. Und ich meine, come on, ja. Also egal, wie schön ich mir das Büro einrichte, wenn ich jetzt hier sitze und mit meinem iPad arbeite, das ist einfach für mich persönlich nochmal geiler. Deswegen, wenn du jetzt überlegst, zum Beispiel auch dein Online-Business zu starten, awesome. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der Raus aus der Box-Konferenz sehen. Den Link dazu haben wir auch hier. Mesutoko. Hey ja, sollte man erst viel Content kreieren, bevor man ein Produkt online erstellt? Mega geile Frage. Beides. Also ich würde dir empfehlen, erstens, mach dir schon mal Gedanken über ein Produkt. Zweitens, und dann erstell aus den Inhalten des Produktes heraus die kostenlosen Inhalte, die dann ja nur logisch im Umkehrschluss wieder zum Produkt führen. Ja? Ein Beispiel, man nennt das Splintering. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Videokurs zum Abnehmen, ja, und dann würde in diesem Videokurs das erste Modul heißen, wie du deine Ernährung umstellst und Zucker rauslässt. Dann würdest du genau, oder beziehungsweise ohne Zucker raus, einfach nur, wie du deine Ernährung umstellst. Und dann könnte das erste Video von wie du deine Ernährung umstellst, vielleicht sein das Video, wie du auf Zucker verzichtest. Ja, und dann machst du noch ein, das ist in deinem Videokurs. Dann machst du aber nochmal ein Video, zum Beispiel für YouTube, wo drin du sagst, hier, das ist das, wie du es schaffst, auf Zucker zu verzichten. Und wenn dir dieser Tipp geholfen hat, dann wird dich mein Videokurs interessieren, weil da gibt es noch 150 andere dieser Tipps. Hier ist der Link dazu. Das ist die intelligenteste Art und Weise, wenn man über Social Media zum Beispiel einen Kurs bewerben will. Man splintert die Inhalte aus dem Kurs raus und bringt sie dann wiederum rückwärts zum Kurs.
Ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt über die Raus-aus-der-Box-Konferenz spreche. Die ist ja sehr vollumfassend, das heißt, wir holen die Leute ab von Anfang an, von ich habe keine Geschäftsidee oder ich habe eine Geschäftsidee und will wissen, wie viel sie wert ist. Und wir bringen die Leute dann dahin, dass sie am Ende verstehen, wie sie die umsetzen können oder wie sie die bereits umgesetzte Geschäftsidee hochskalieren können. Ja, also das Ganze, da ist zum Beispiel jetzt dieses Mal Dirk Kräuter mit dabei, da ist Andreas Baulig mit dabei, da ist Lars Müller als Überraschungsgast mit dabei, da ist zum Beispiel Daniel Dudek auch mit dabei. Und was wir halt machen, ist, dass wir einfach auf dieser Konferenz alle in einem roten Faden von vorne bis hinten erzählen, wie man es hinkriegt, seine Geschäftsidee zu finden und umzusetzen. Und dieser Livestream hier ist am Ende des Tages nichts anderes im Prinzip auch, abgesehen davon, dass er wirklich einen Mehrwert bietet, als ein gesplintertes Element aus diesem Live-Konferenz, ja, weil dieses, was wir jetzt besprochen haben in kurz, das werden wir natürlich in wesentlich länger nochmal auch auf der Konferenz besprechen. Und das, wenn du das jetzt einfach mal dir anschaust, okay, das ist nur logisch, dann verstehst du, okay, wenn ich also diesen Livestream hier einfach beispielhaft nehme und dann mir das Ganze größer vorstelle auf einen Tag, dann landest du auf der Konferenz. Und ich glaube, das gibt dir die Antwort auch auf deine Frage. Deswegen konzipiere das Produkt erst einmal im Kopf, dann splintere die einzelnen kostenlosen Inhalte für Social Media, E-Mail, PPC etc. da raus. Und dann ist aber ganz wichtig, dass du nicht das Produkt vorher schon aufnimmst, sondern aus den gesplinterten Inhalten heraus musst du dann nochmal eine Umfrage erstellen. Zum Beispiel, was möchtest du in einem Produkt haben, wenn ich ein Produkt gemacht habe? Und dann findest du heraus, was die Leute wirklich wollen, weil man nennt das Seed Lounge, das kannst du auch mal googeln, Seed, so wie der Samen im Englischen, Seed Lounge. Warum? Weil wenn du einfach nur ein Produkt erstellst, dann weißt du nicht, ob es die Leute interessiert. Und deswegen ist es ganz krass wichtig, dass du ein Produkt erstellst anhand der Meinung der Leute. Wenn die also sagen, hey, ich hätte gern zum Beispiel mehr zum Thema Sport als zum Thema Ernährung in dem Kurs. Und du hättest vorher eigentlich viel Ernährung statt Sport gemacht. Dann weißt du jetzt, ich muss es andersrum machen, damit die Leute zufriedener sind. Und dann hast du entsprechend ein richtig krasses, hochwertiges, gutes Produkt, wovon die Leute am Ende profitieren, was die Leute lieben werden und was dir natürlich auch in die Hände spielt, weil die Leute werden es auch anderen Leuten erzählen und du hast einfach was gemacht, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Ja? Ich freue mich, Leute, dass ihr mit dabei seid und wenn ihr sagt, das an euch, an sich meine ich, ist interessant, Erdbeben hier, wenn ihr sagt, dass es an sich interessant ist für euch, genau dieses Thema und auch noch andere Themen noch besser zu verstehen, dann sehen wir uns auf der Raus aus der Box-Konferenz. Und ich habe noch eine kleine Überraschung, nämlich morgen bin ich um die gleiche Uhrzeit wieder online. Das heißt, hier in Facebook Live. Das heißt, wir sehen uns morgen um die gleiche Uhrzeit und in Zukunft. Weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass wir uns hier austauschen können, indem ihr mir Sachen schreibt, finde ich, ist es ein mega praktisches Tool, einfach um mit euch mehr zu kommunizieren und euch besseres Feedback zu geben zu genau den Fragen, so wie bei Meso Toko hier zum Beispiel. Also lasst mir mal einen Daumen hoch da, ein Like, wenn ihr sagt, ihr habt Bock drauf, dass ich öfter mal live bin hier auf Facebook und dass ich öfter mal auch genau diesen sehr kompakten, sehr geradlinigen Content hier auch liefere, innerhalb von ein paar Minuten einfach In-Your-Face-Content, dann gebt mir ein Like, dann machen wir das definitiv öfter. Geplant ist jetzt auf jeden Fall schon mal das Ganze für ein paar Tage zu machen. Morgen werde ich es machen, dann am Wochenende bin ich auf dem Gipfeltreffen, vielleicht sehen wir uns da auch persönlich und dann nächste Woche bin ich wieder öfter mal live hier auf Facebook. Außerdem, was natürlich auch mega wertvoll ist, als kleines Dankeschön, wenn ihr sagt, es hat euch gefallen, freue ich mich natürlich, wenn ihr das teilt mit jemand anderem, also wenn ihr einfach entweder diesen Link zu diesem Livestream hier, der sich das dann aufgezeichnet angucken kann, jemandem schickt oder wenn ihr anstatt es jemandem zu schicken, vielleicht das Ding sogar shared oder eben euren Kollegen, Partnern zeigt, das würde mich natürlich auch unheimlich freuen. Danke euch, dass ihr mit dabei wart. Sollte es noch irgendwas geben, was ich für euch tun kann, freue ich mich auch immer, wenn ihr mich anschreibt. Und alle Kommentare, alles ist immer gern gesehen, also her damit. Und jetzt würde ich vorschlagen, sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, sonnige Grüße wieder aus Gran Canaria, aus der Sonne hier, die jetzt schon untergegangen ist tatsächlich. Und ich mache jetzt noch mal ein bisschen weiter, ich gehe noch ein bisschen arbeiten, noch ein bisschen hustlen. Ja? Bis dahin erstmal alles Gute und wie immer, ciao.